Wir sind wieder da, wir gehen jetzt in den nächsten OP-Saal und diesmal werden wir es schaffen, aber erst klingelt das Telefon, dann müssen wir noch angehen. Hallo? Hallo? Wie geht's? Ist da jemand? Diese neumodischen Dinger. Da kann man nicht mehr klar. Auch meine gute Armbanduhr. Oh nein, der Hörer! Oh, das kann man noch retten. Oh, die guten Aktenordner. Warte, das krieg ich noch hin. Das muss der Hörer. Kräfte in die Hand nehmen. Das Telefon steckt in mir drin. Das ist ungleich. Ich glaube, der gute Herr hat auch schon wieder aufgelegt. So kriege ich nie neue Kunden. Gucken wir mal kurz in die Akte. Was wir jetzt machen müssen. Ach, brauche ich keine Schere. Hab ihn gleich. Guck doch im Computer nach. Du hast recht, ich gucke in unserem PC nach. Ah, hier liegt ein Ordner. Schaffen wir, räumen wir mal ein bisschen auf. Ah, wir haben hier noch Disketten. Schmeiß es weg, pack die Rote rein. Verdammt! Die Dungeons of Doom. Du, das ist nicht einfach, hier Disketten reinzuschieben. Das war früher alles noch... Das war früher alles nicht so... Ja, jetzt haben wir nicht mehr viel. Oh. Viel steht ja nicht mehr. Aber wir können ein bisschen schreiben. Mit einem Löffel? Wo ist der Stift? Ah, ich habe beides gegriffen gleichzeitig. Mit einem Löffel? Die OP geht gleich los, aber ich muss noch kurz was ausfüllen. Da der Patient wohl angeblich... MyPad. Ha! Der Patient soll wohl... nicht versichert sein. Jetzt muss ich hier noch kurz meine Unterschrift geben. Also, damit ich... mich da Einverständniserklärung und so. So, gut. Haben wir auch geschafft. Wie spät haben wir es denn? 3.52 Uhr und ich bin noch arbeiten. Gefällt mir gar nicht. Ach, Pillen, was ist das hier? Ach, meine Armbanduhr, die ist auch noch da, sehr gut. Hab ich jetzt eine Pille gegriffen? Ach, egal, wir fangen einfach an. Der gute Patient heißt Bob. Wir müssen sein Herz rausreißen, evaporieren. Ein Leicht ist natürlich nicht wach. Hallo Bob. Doktor. Ja, ich wollte nur gucken, ob er schläft. Die OP geht los, Schwester. Doktor, Sie müssen das Tuch entfernen. Ja. Ich sehe keine Wunde, aber das Tuch blutet. So, es geht gleich los. Geht gleich los. Doktor, das Tuch ist immer noch da. Ich werde dieses Tuch ja auch schon wieder raufgemacht. Das war bestimmt wieder... Tut mir leid. So was, ich habe gesagt, es darf nicht mehr so fest an den Patienten festgetackert werden. Dann geht's wirklich... Ach so, sehr gut. So, die OP kann beginnen. Den Brustkorb entfernen wir am besten... Ich habe eine Kreissäge hier. Ah, da ist er. Ich werde nur mit der OP beginnen. Vorsichtig die Rippen öffnen, Doktor. Ich werde nur den ersten Schnitt tun. Sieht gut aus. Ich hab den Eindruck, so harte Rippen. Ja, die Rippen sind sehr hart. So, da habe ich was geschafft. Meine Güte, wir gefecht jetzt. Das ist eine Methode, die mir auch schon die großen Ärzte der Welt nicht empfohlen haben. Probieren wir es mit was anderem. Der Hammer. Ja, das Glas steht mir aber im Weg. Kannst du ja die Hand nehmen und rauf da. Gut aus. Das Feuer ist durch, nicht? Aber die Rippen machen mir bei jedem Patienten zu schaffen. Da wäre ein Rippchen noch so weg. Die Rippen, er hat zu feste Rippen, das ist das Problem. Und einfach. Da kommt kein Mensch durch. Leute. Ja, jetzt habe ich versehentlich den Hammer in die Lunge gerammt, des Patienten. Ja, jetzt hat er sich verkantet, ja? Hat er davon. Aber ich glaube, er braucht erstmal eine Spritze.
Sieht nämlich nicht allzu gut aus, der verliert Blut. So. Vielleicht ist die blaue weggeworfen, vielleicht brauchen wir die noch. Ich hab sie gleich. Ist ganz schön flüssig heute. Schick in der Hand. Oh, oh Uri! Uri! Jetzt, ach, oh, jetzt ist er weg! Wow. So. Das ist die blaue. Probier das mal mit der Säge. Oh, mein Getränk steht noch da. Nein. Der Hammer ist jetzt natürlich ungünstig da platziert, wie er sich da in die Leber gebohrt hat. Über Spritzer ist Rotes raus, das ist normal. Ja. Das gehört zur OP, das zeigt mir, dass das Herz noch funktionsfähig war und er hier eigentlich nur. So, jetzt können wir daran uns begeben. Der spritzt überall, das ist eklig. Das ist nicht eklig, das ist der menschliche Körper, das ist normal. Das ist normal, dass die Zahl auch umso schnell runtergeht. Hier sind keine Zahlen, Doktor. Ja, ach, Schwester, ich krieg es nicht raus. Kräfte in die Hand nehmen. Schwester, ich krieg nicht raus. Ja, ich hab halt nur Schwester, ich hab bloß die Ausbildung da. Die Lunge da oben, die ist so ein festes Zäpfchen. Ich krieg es nicht, die Lunge sind, ich... Guck mal, der Patient verliert dort, wie man sehen kann. Ich zeige sie mal. Der verliert relativ viel Blut. Hat sogar viel. Ja. Guck mal auf den Fernseher, mach den mal auf. Meine Hand reicht leider nicht bis dahin, Schwester. Kann ja versuchen, vielleicht stimmt mir ein bisschen Musik etwas besser. Die Gitarre wird schon. So, wie geht das an? Und gute Nacht. Gut, dass wir nochmal, aber dass wir noch einen Versuch hatten. Und nochmal an den Patienten ran durften. Gut, dass es nur ein Traum war. So, in dem Fall denken wir diesmal die Augen, dass ich das nicht mit ansehen muss. Diesmal gehen wir gleich an den Hammer. An diesen Hammer hier nämlich. So, bau bitte die Wattestäbchen. Scheiße, sie brauchen sich nicht so blöd gucken. Wenn sie nur einarmig wären, dann hätten sie auch Probleme. Einarmige Operatoren. Wie nennt man Ärzte, die operieren? Chirurgen. Chirurgen, Operator, wollte ich gerade sagen. So, der Hammer ist verloren. Probieren wir es mit diesem lustigen Akkubohrer. Gut, der ist verloren. Entschuldigung, ich habe mir Sachen vorher angepasst, wo ich hingelegt habe. So, bleibt ja nicht mehr. Bleibt ja wieder nur unser alter Freund. Der Alkohol. Das Herz. Das ist so rank. Ich kann es Ihnen ja mal zeigen, wie das aussieht. Sie sehen, es sieht super aus. Ist frisch vom Metzger. Hat mir die Schwester versichert. War eben noch bei Edeka. So, da muss es rein. Heißt, wir werden jetzt erstmal dem Patienten eine Spritze geben. Oh! Oh! Ist egal. Ist ja fett. Das gucke ich ja dann an. Ich hab gesagt, es kommt cool bei der OP. So, jetzt hämmern wir hier vorsichtig auf den Brustkorb. Mir ist schwummerig. Ich brauche einen Kaffee. Oh Gott, da bin ich schön, ich war. Da, ich brauche eine Spritze. Ich brauche die andere Spritze. Ach, so ist schon besser. So, können wir jetzt weiterarbeiten. Auch dieser Patient hat wieder super starke Rücken. Kriegst du nicht durch. Gebaut.
gut. Ich hab mich jetzt hier auch ein bisschen verhakt, das gebe ich zu. Geh mal dem Patienten die Spritze erstmal. Oder um die andere. Also okay, das ging jetzt wirklich etwas schnell. Hier ist ein Anmerkung, aber die Säge kommt mal voll raus. 3 Minuten hat's gedauert. Ich mal. Ich hab meinen Job verloren. Dass ich nicht nächstes Mal nicht so viel warte hier. Selber schon. Zwei Mitarbeiter. Ohne Zertifikat. Medizinische Ausbildung. Gelernter Metzger. Ich dachte mir, wenn der Rab das so weit nach oben schafft damit, dann schaffe ich das auch. Aber Chirurg ist halt was völlig anderes. Als Entertainer. Ich hatte einen Traum. Ich wollte Chefarzt werden. In meiner eigenen Klinik. Ich wollte Leuten helfen. Ihre Leben retten. Ohne Ausbildung kannst du sowas halt heutzutage nicht machen. Wir besitzen nicht mal eine eigene Klinik. Wir operieren zu Hause. Fragt man sich, was man im Leben falsch gemacht hat. Was der vorzeitige Abschluss der Schule? Waren es die Drogen? Ist der Alkohol? Oder war es der Knast? Auch ich hatte einen Traum. Jetzt steht er wieder auf. Auch ich hatte einen Traum. Ich wollte noch 3 Jahre länger leben mit einem neuen Herz. Doch diesen Traum haben sie mir genommen. Wollen wir das hier beenden, oder? Weiß nicht, ist so Ach, die Musik ist zu Ende. Schade, dann gehen wir wieder Büroalltag. Ich hab mich wieder aus. Ich hatte ja noch ein bisschen was im Büro zu tun. Oh, hoppala, 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 hoppala. Okay, die brauche ich keiner. Ich wollte ja nämlich noch einen Fax für die gute, T-Shirt? Trische, ach. Hoppala. So. Ich hab mal Platz hier. Ich wollte eigentlich noch die Trisha anrufen. Das mache ich jetzt auch mal. Erstmal den Hörer ab. Erst nimmt man den Hörer ab. Ich glaube, du hast nur eine Hand, das will ich vorher wählen. Es tutet schon mal. So, und jetzt tippe ich. Der will mal eingeben, der steht 0190. Schall. Kräftiger Mittelfinger. Das ist ärgerlich. Das passiert auch immer nur mir. Haben sie schon wieder durchgegriffen. Ach, die schöne Uhr schon wieder. Ach ja. Haben sonst noch was zu tun, Doktor? Also, Schwester, wir haben keine Patienten. Warte mal noch. Wir haben keine Patienten, ich weiß, das Test vom Tisch. Ich meine, guck mal, ob du das Test jetzt bekommst. Hab ich was? Eine Diskette. Da passiert nichts, da sind nur Anleitungen, wie du die Operation richtig durchführst. Oh mein Gott. Vielleicht mal ganz gute Idee. Warum hier so viele bunte Pillen? Warum Video gucken, Schwester? Sie wissen schon. Diese besondere Art von Video. Das ist kacke. Wir lassen es sein. Ich tu mein Po weh. Hier fliegt mir alles durch den Saal. Ich habe keinen Bock mehr, Schwester. Ich kündige. Oder schreibe jetzt nur mein Kündigungsformular und dann haue ich hier ab. So. Spinne von hier. Unterzeichnet. Also, Sie wissen ja, wie ich heiße. Ach, jetzt hängt mir der Stift schon wieder in der Hand. Das ist auch... So, Schwester, hier. Wir sehen uns. Ach, winke, winke. Tschüss. Tschüss, liebe Kinder.